Rom, Supermacht der Antike. Unter der Führung des genialen Strategen Julius Caesar erobern seine Legionen gewaltige Gebiete von Gallien bis Ägypten. Auf dem Höhepunkt seiner Macht wird der Imperator im Senat niedergestochen. Die Mörder selbst verkünden in aller Öffentlichkeit die Tat. Und doch umgibt Caesars Tod ein Geheimnis. 2000 Jahre später rollt ein italienischer Ermittler den Fall wieder auf. Mit dem geschulten Blick des Kriminologen wertet er die frühen historischen Quellen neu aus. Modernste forensische Techniken helfen ihm, den eigentlichen Drahtzieher hinter den Attentätern Cassius und Brutus zu identifizieren. Rom im Jahr 44 vor Christus. Am Morgen des 15. März deutet nichts darauf hin, dass sich in der Hauptstadt am Tiber in wenigen Momenten eine Gräueltat abspielen wird. Im Senat haben sich die mächtigsten Staatsmänner versammelt. Voller Anspannung warten sie auf die Ankunft des Oberhauptes der Römischen Republik. Die Senatoren haben nur einen Punkt auf der Agenda: Mord. Endlich trifft ihr Opfer ein, Julius Caesar, Herrscher über Europa. Der größte und gerissenste Feldherr der Nation erscheint trotz Vorwarnungen ohne Leibwächter. Unter den entsetzten Blicken der Umstehenden wird der Diktator niedergestochen. Eine öffentliche Hinrichtung. Die Identität der Täter steht außer Frage. Doch stecken die Hauptverschwörer Brutus und Cassius wirklich als treibende Kraft hinter dem Attentat? Oder agierten sie nur als Marionetten eines unbekannten Dritten? Mehr als 2000 Jahre sind seit dem tragischen Geschehen vergangen. Niemand stellte die überlieferte Version je in Frage. Weder Historiker noch Dramaturgen wie der große Menschenkenner William Shakespeare. Doch nun meldet ein ausgewiesener Experte Zweifel an. Oberst Luciano Garofano, führender Gerichtsmediziner bei den italienischen Carabinieri. In den vergangenen 25 Jahren hat der Kriminologe mit Hilfe forensischer Techniken einige der spektakulärsten Verbrechen des Landes gelöst. Vor allem half er, einige berüchtigte Mafia-Bosse zu überführen. Wieder einmal ermittelt Garofano in der Hauptstadt. Doch diesmal führt ihn die Spur weit zurück in die Vergangenheit. Bis zu dem schicksalhaften Tag an den Eden des März. Caesars Ermordung ist ein besonderer Fall, eine wirkliche Herausforderung. Denn ich bin mir sicher, dass wir mit den neuesten Kriminaltechniken andere Antworten auf die Fragen finden, wie und warum er getötet wurde. And how he was killed. Vor allem ein Fragenkomplex lässt Garofano keine Ruhe. Wie gelang es den Mördern, einen so gut informierten und einflussreichen Mann in die Falle zu locken? Wie konnten sie ihre Attentatspläne vor ihm geheim halten? Oder missachtete Caesar entsprechende Warnungen? Aufzuklären, nutzt der Experte Werkzeuge der Gerichtsmedizin des 21. Jahrhunderts. Einmal genehmigen ihm die Orte der Verschwörung. Er zieht Sachverständige hinzu, wie einen Ex-Geheimdienstagenten, der den damaligen amerikanischen Präsidenten Reagan vor einem Attentat bewahrte. Caesar kam ohne Leibwächter. Er machte es den Verschwörern wirklich leicht. Mit Schauspielschülern rekonstruiert Garofano den Mord, um den genauen Tatverlauf herauszufinden. Und er befasst sich mit den psychologischen Profilen der Verschwörer. Dabei verfolgt der Kriminologe eine radikale neue These, wie es zu dem Attentat kam.
Ein renommierter forensischer Psychiater gibt den zentralen Hinweis, dass Cäsar selbst vielleicht eine aktive Rolle bei den tragischen Ereignissen spielte. Das Rätsel der Geschichte. Wieso traf einen Mann, der sich auf alle Lebenslagen gründlich vorbereitete, der eigene Attentatstod so unvorbereitet? Oder ist es eine falsche Annahme? Eine Illusion dadurch entstanden, dass wir Cäsar stets durch die Augen der Verschwörer sehen, anstatt durch seine eigenen? Auf der Suche nach einer möglichen Antwort durchforstet Garofano zunächst die frühesten Berichte über Leben und Tod des großen Imperators. Ich suche nach Hinweisen, wie Menschen ein öffentliches Attentat auf ein Genie planen konnten, das sein gesamtes Umfeld immer genau kontrollierte. Die Analyse des Opfers steht am Anfang jeder kriminalistischen Ermittlung. Gaius Julius Caesar, geboren im Jahr 100 vor Christus, aufgewachsen während der Spätzeit der Römischen Republik. Der junge Mann glaubte, Rom müsse ohne eine starke Führungspersönlichkeit zugrunde gehen. Dieser Führer wollte er selbst sein. Sein militärisches Genie brachte ihn diesem Lebensziel näher. Die Eroberungen des kühnen Strategen verschoben die Grenzen des Römischen Reiches an den westlichen Rand Europas. Doch durch seinen unerbittlichen Drang, erster Mann im Staate zu werden, beschwor er einen Bürgerkrieg herauf. Der Emporkömmling machte sich die alten Adelsfamilien zu Feinden. Caesar ist einer der ehrgeizigsten Männer der Geschichte und ein Meister der politischen Manipulation. Er fängt mit fast nichts an, obwohl er aus einer berühmten alten Familie stammt, die aber an Einfluss verloren hat. Durch geschickte Heiratspolitik und ein gewisses Maß an Härte und Glück schafft er es ganz nach oben. Caesar verfügte über grenzenlose Energie und Arbeitswut. In seinen zahlreichen Schriften verherrlichte er die eigenen Leistungen. Sein ganzes Leben feilte er an seinem Ruhm und verheimlichte eine ihm peinliche Schwäche, eine Form von Epilepsie, die Shakespeare treffend als Fallsucht bezeichnete. Kurz vor seinem Tode wurde der 56 Jahre alte Politiker zum Diktator Perpetuus, Diktator auf Lebenszeit, ernannt. Er lebte im Herzen des Forum Romanum, dem politischen und religiösen Zentrum sowie Gerichtsort der Römischen Republik. Und dort starb er auch. Wie üblich will Garofano seine Ermittlungen am Tatort aufnehmen. Doch wo genau liegt er? Manche Quellen sagen, Caesar sei im Forum Romanum getötet worden. Tatsächlich aber geschah der Mord in der Säulenhalle am Theater des Pompeius. Dort hatte sich der Senat am 15. März versammelt, denn sein Stammgebäude wurde nach einem Brand gerade neu aufgebaut. Um den Tatort zu finden, wendet sich Garofano an die Historikerin Jo Crawley Quinn, eine Expertin für den Grundriss des alten Rom. Colonel Garofano. Hi, Jo. Thank you very much for coming. Sie führt den Oberst an den Platz, an dem das alte Theater stand. Jetzt sind wir genau im Theater. An den Linien des Gebäudes sehen wir, dass sich hier die Sitze befanden. Das Theater war Teil eines größeren Komplexes. Allein die Bühne erreichte die Länge eines Fußballfeldes. Experten vermuten, dass der riesige Unterhaltungsbereich bis zu 40.000 Menschen fasste. Wie ein geisterhafter Fingerabdruck zeichnet sich der gigantische Bau heute noch im Straßenbild Roms ab. Garofano erfährt, dass Caesar am anderen Ende des Gebäudekomplexes ermordet wurde. Wenig weist heute darauf hin, dass dort vor 2000 Jahren das östliche Ende des Theaters des Pompeius emporragte. Das Areal mit den übrig gebliebenen Ruinen ist für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Kein Schild weist auf ihre Bedeutung hin.
Garofano wäre achtlos daran vorbeigegangen, ohne zu ahnen, dass dort, im Ausweichquartier des Senats, der wohl bedeutendste Herrscher Roms starb. Ich bin höchst erstaunt, dass der Tatort nach 2000 Jahren noch existiert. Computergenerierte Modelle helfen dem Ermittler, das Innere des weitläufigen Gebäudes zu erforschen. Dort hatten an dem schicksalhaften Morgen etwa 900 Senatoren auf Caesar gewartet. Stundenlang. Ich frage mich, wie viele von ihnen direkt an der Ermordung beteiligt waren. Die Untersuchung der Ruinen und der virtuelle Einblick in die Städte vermitteln Garofano ein Gespür für die Enge und das Durcheinander, die während des Mordes herrschten. Als nächstes will der Carabinieri-Oberst herausfinden, was mit der Leiche des Opfers geschah. Wohin brachten die Senatoren den leblosen Körper? Aus den zeitgenössischen Quellen erfährt der Ermittler, dass der Leichnam erst mehrere Stunden nach dem Anschlag in sein Wohnhaus getragen wurde. Kurz darauf nahm ein Arzt eine Autopsie an dem berühmten Toten vor. Vielleicht enthält der 2000 Jahre alte pathologische Bericht Details, die einem Historiker entgehen, nicht aber dem forensisch geschulten Kriminologen. Joe Crawley Quinn und Luciano Garofano vollziehen den letzten Weg des Imperators nach, bis zu dem Gebiet, in dem er wohnte, das Domus Publica, das Haus des Oberpriesters. Erst vor kurzem konnte der Standort von Caesars Haus im Zentrum des Forums identifiziert werden. Und nun haben die beiden Experten eine Ausnahmegenehmigung für das Areal erhalten. Dort fand die erste dokumentierte Autopsie der Geschichte statt. Der römische Schriftsteller Sueton hat sie beschrieben. Demnach entdeckte der Arzt Antistius ein verräterisches Indiz. Die Hand des Toten umklammerte eine Nachricht. Sie entpuppte sich als Warnung vor einer Verschwörung. Ein entscheidendes Indiz in der Ermittlung. Die Autopsie vermittelt Garofano eine weitere interessante Erkenntnis. Der Körper wies nicht weniger als 23 Stichwunden auf. Doch laut Antistius war nur eine tödlich. Für den Kriminologen passt das nicht zusammen. Wie können so viele Wunden so wenig Schaden anrichten? Oder ist der Widerspruch ein versteckter Hinweis darauf, wie viele Angreifer sich tatsächlich auf ihr Opfer stürzten? Garofano beschließt, in sein Labor zurückzukehren und den Mord und die Autopsie virtuell nachzuvollziehen. Bei der Analyse der zahlreichen Stichwunden arbeitet der Oberst mit dem forensischen Pathologen Roberto Testi zusammen. Ein antiker Dolch liefert ihnen das Vorbild für eine Simulation. Anhand der historischen Berichte erarbeiten sie ein Computermodell, das Details über die Verletzungen verrät. Wir wissen, dass der Hals-Schulter-Bereich ihr erstes Ziel war, so wie ich es jetzt demonstriere. Es ist kein lebenswichtiger Bereich des Körpers. Den Todesstoß hat der Imperator sofort danach erhalten, wie Suetons historischer Bericht über die Autopsie schildert. Caesar wendete sich sofort seinem Angreifer zu. Dabei erhielt er die zweite, tödliche Wunde hier, seitlich im Rücken, von einem zweiten Attentäter. Dr. Testi kann sagen, wo der entscheidende Stich eindrang und warum er tödlich war. Doch er kann natürlich nicht feststellen, wer ihn führte. Durch Plutarchs Schilderung des Attentats weiß Garofano, alle Verschwörer hatten feierlich vereinbart, mindestens einmal zuzustechen.
Eine symbolische Geste ihrer gemeinsamen Verantwortung, ähnlich wie bei einer Mafia-Hinrichtung im 20. Jahrhundert.